Hier haben wir wieder eine Kiste. Zack. Hier sind jetzt plötzlich keine Vasen mehr. Gut, würde hier auch nicht reinpassen. Was ist das? Hui. Hui. Was? Vertraue auf das Licht. Ja, mache ich. Warte mal, muss ich hier die Dinger anfackeln? Ah, alles klar. Sag mal, jetzt das da. Okay, und los. So. Alles klar. Cool gemacht. Oh, danke schön für die Taschenlampe. Ich dachte. Mach das Licht bitte wieder aus. Oh Gott. Warum ist hier wieder schwarze Schmiere? Rose, was hast du getan? Alter. Überall Folterwerkzeuge. Und? Schwarzes Blut? Oder wieder diese. Das ist die Kotze auf jeden Fall. Hilf mir, Bruder. Bruder? Wer hat das geschrieben? Mhm. Nett hier. Überall Zangen und alles und. Warum ist diese Tür hier aufgegangen? Alter, wer hatte da denn Dünnpfiff, Alter? Ah! Boah, ist ja widerlich. Und da noch ein altes, vergammeltes Brot. Lecker. Bestanden. Irina, Michaela, Louis, Ingrid. Abgelehnt. Dandora, Greta, Nadine, Camelia, Bianca, Melanie, Astrid, Lydymia, Rosalinda, Lina, Stefana, Gabriella. 1, 2, 3, 4. Was denn bestanden? Die Foltermethoden überstanden? Oder den Aufnahmetest? Bin mir unsicher. Hier liegen halt überall auch diese Spritzen rum. Aber die lagen halt auch schon in der Stadt. Ich gucke jetzt hier einfach mal in jedes Plumpsklo rein. Nüscht. Untersuchen. Irina, gesunder Appetit. Michaela, gesunder Appetit. Louis, gesunder Appetit. Ingrid, instabil, teils übertrieben aufgeweckt. Okay. Dann ist Ingrid wahrscheinlich tot und die anderen sind Irina, Michaela, Louis. Aber Louis? Ist halt kein Vibe? Ich dachte, das wären jetzt irgendwie die oben die verwandelten Vampire. Warum geht's nicht weiter? Was gibt's hier noch zu entdecken? Frage ich mich. Wow. Ja, oder was streift da hinten drum?
Was ist da hinten los? Da haben wir noch rostige Teile. Dankeschön. Ich glaube, das sind die drei Versuchsobjekte. Und schon geht die Munition in Lande. Bleib liegen, du Olle. Die zerfällt zu Staub. Okay. Oh Gott, da sind noch welche. Noch mehr von denen. Ich weiß nicht, war die Pistole hier jetzt bei denen richtig? Ich bin mir unsicher. Ob das hier die richtige Wahl ist. Zack. Pistolenmunition. Oh Gott. Wah! Nein, bleib mal da drin. Bleib mal. Einfach mal bitte liegen bleiben. Was ist das denn? Rohrbombe. Okay. Kommt da auch durch? Nee, ne? Ich nehme mal die Shotgun. Ist, glaube ich, bei denen ganz gut. Bevor ich jetzt die ganze Pistolenmunition verschwende. So, Flintenmunition. Dankeschön. Wo bist du denn? Na, wo bist du denn? Uah, Alter! Warum denn so viele? Uah, lalalala. Ich glaube, die Pistole ist doch ganz gut. Bin mir unsicher. Weil ich musste gerade bei der einen nur dreimal drauf schießen. So, die liegt. Ingrids Halskette. Ach, ich wusste es doch. Das war die Ingrid. Die nicht so einen guten Appetit hatte. Kann ich hier durch? Bin ich da durch? Oh, die Dame. Bitte einmal zurückbleiben. Ciao. Lass mich mal durch. Lass mal jetzt die Tür jetzt aufwerfen hier. Bestimmt, zum Glück bewegen die sich ein bisschen behäbiger, das ist ganz gut. Okay. Darf ich mich hier vielleicht noch ein bisschen umsehen? Alter Schwede. Hier, da kamen die alle überall raus. Was haben wir denn da? Oh, rostige Teile. Dankeschön. Da, das haben wir jetzt durchsucht, den Teil. Sehr gut. Dankeschön, Map, dass du mir da so hilfst. Aber hier haben wir noch nicht alles. Ich dachte, könnte ich vielleicht runterschneiden oder so. Das waren also die ganzen... Okay, haben wir auch gefunden. Versuchsobjekte hier unten. Ingrids Halskäste. Können wir damit irgendwas machen?
Könnten noch ein bisschen hier Flintenmunition herstellen. Ne, können wir verkaufen. Eine Kette aus Tierknochen, die das Böse fernhalten soll. Vielleicht deswegen hat sie sich auch nicht so gänzlich verwandelt wie die anderen. Weil sie halt einen Schutztalisman hatte. Vielleicht sollten wir den Schutztalisman einfach behalten und nicht vielleicht verkaufen. Hier kommen wir nicht rein durch die ganzen Türen. Davon hatten wir jetzt schon etliche. Was es damit auf sich hat, ich weiß es nicht. Das Fass können wir nicht kaputt machen. Süß! Cassandra kriegt aber auch nichts alleine geregelt. Starkes männliches Blut. So verlockend. Ja. Meine, ich sehe nichts. Ich komme ja nicht so wirklich durch. Steht ein bisschen im Weg, die Olle. Unverschämt. Ja, ich weiß, du. Entschuldigung. Ich will Blut. Warmes, feuchtes. Sag mal, lass mich mal durch. Blut. Ja, ist ja okay. Dann, Blutbank, ne? Beim Krankenhaus gibt's da. Kann man sich da abholen? Wie möchtest du sterben? Gar nicht, wenn's ginge. Danke. Okay, sie weiß wieder, dass sie... Okay, dann lass uns doch aufhören. Hey, du Bitch! So. Kugel in deinen Kopf. Ich glaube, wir brauchen Silberkugeln bei denen, oder? Kann das sein? Wo willst du denn hin, kleiner Mann? Ich hier durch. Ja, danke schön. Sehr lieb von dir. Deine Kugeln können mir nichts an... Nicht? Okay, dann danke schön. Du dreckige Missgeburt. Und jetzt? Ich fühle keinen Schmerz. Nicht? Na gut, dann nicht. Aua. Oh Gott. Mädchen. Ich komme nicht durch. Oh, danke schön für die Pistolenmunition. Boah, Alter. Herauszufordern? Sag mal, Mädchen. Chill doch mal ein bisschen. Dafür wirst du büßen, du Bastard. Wirklich? Ich glaube nicht. Ich glaube es nicht. Ja, ich nehme mich auch nicht. Guck mal, da sind wir ja schon zwei. Nicht so. Stimmt doch einfach mal. Boah, Alter. Okay, wir müssen erst Licht machen, dann können wir die zerstören, oder was? Kristallner Torso. Alter, ich will... Oh, das wollte ich gar nicht. Aber egal. Ich stelle mir da mal kurz wieder eine Arznei her. Boah, ich will davon Statuen haben. Voll geil. So eine komplette wäre mega. Wie cool. Das muss es doch hundertprozentig als Merch geben. Voll toll. Ah, da ist die Flasche. Ja, das ist Blut. Sanguis. Den guten Sanguis. Nehmen wir ihn doch mal mit. Und dann können wir den gleich oben reintun. Schon wieder wurde Ahne in den Keller geschickt. Da dabei hatte sie bloß die Suppe verschüttet. Jeder weiß, was eine da unten erwartet. Man kommt nie wieder heraus. Sie bluten einen aus. Und die Seele ist dazu verdammt, durch die Gänge zu wandern. Ich war nach ihr sehen. Sie war nur Haut und Knochen und hat... an einem Rattenkadaver genagt. Ich vermute,
Ich bin die Nächste. Oh, no. Oh Gott. Ich hoffe, wir kommen da nicht nochmal in den Keller. Ich finde es hier oben eigentlich auch ein bisschen angenehmer, glaube ich. Ließe dich leicht knacken, hätten wir einen Dietrich. Was ist denn? Rückstoßkompensator für die Lemi. Nice. Okay. Können im Inventar ausgerüstet werden. Teile ausrüsten. Hier. Sehr gut. Packen wir mal da dran. Hier den Kristall. Ich will den Torso und den Schädel. Voll cool. Als Statue. Ich will das haben. Wo gibt's das? Am liebsten alles in Lebensgröße. Oh. Ja, danke, dass sie da direkt in Dietrich liegt. Das ist ja nett. So, mach mal bitte einmal auf. Was haben wir da? Engelstatue aus Holz. Okay. Gut. Ich meine, warum nicht? Alles klar. Wo sind wir denn hier? Lass mich mal Speisezimmer. Ah, hier sind wir. Alles klar. Untersuchen. Ja, da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Wir müssen wieder hoch. Oder können auch erstmal ins Kaufmannszimmer wieder zurück. Einmal kurz speichern. Ich glaube, das mache ich zuerst. Entriegelt. Dann haben wir, sind wir nicht hier bei der Tür. Und dann jumpen wir einmal zurück und speichern. Das war doch hier, ne? Yep. Ich habe mein Geschäft erweitert. Komm, sieh dich um. Ja. Dankeschön. Sehr freundlich von ihm. So, ich überspeichere das wieder. Hallo. Ah, ja, ja. Was hast du denn Neues? Kugeln hat er. Wir könnten uns natürlich... Warte mal, wir verkaufen wieder. Alter, es gibt ordentlich Kohle. Nice one. Bestätigen. Klimpergeld. Ja. Sieh es als Investition, Ethan. Mach ich, danke. Wir könnten uns natürlich schon mal unser Inventar erweitern. Oder hier erweitertes Magazin. Wäre gar nicht so schlecht. Feuerrate der Flinte. Die beiden kaufe ich mir erstmal. Yep. Aha. Yep. Sehr gut. Oh, warte. Und das da. Freust du dich drauf, es auszutun? Ja. Ich freue mich schon richtig, das auszutesten. Dankeschön. Die Sicherstellung von Waren hat oberste Priorität. Glaub mir, mein Freund. Ich glaub dir. Dankeschön. Schönen Tag. Ebenso. Der ist voll freundlich. Ich finde den super, den Typen. Ich kann nochmal speichern eben. So, speichern wir mal da auf einen anderen Punkt. Ist ja auch egal. Und dann jetzt da hinten kamen wir her aus dem Speisezimmer. Das Speisezimmer ist noch nicht ganz durchsucht. Vielleicht aber auch, weil wir die eine Tür noch nicht aufgeschlossen haben. Vielleicht. Oder aber weil hier irgendwo noch was ist. Beides ist möglich. Ich denke, ich dachte vielleicht hier irgendwo noch. Da ist noch eine Schublade. Alles klar. Jetzt haben wir das Zimmer immer noch nicht komplett. So, wir lassen hier auch mal ein bisschen Licht rein. Sollten wir uns merken, Fenster kaputt zu schießen. Aber eigentlich kommt da doch nur Wind durch. Und nicht unbedingt Sonnenlicht. Weil Sonnenlicht kommt so oder so durch. Okay, hier ist immer noch, als wäre hier was. Ich weiß aber nicht wo. Na gut, gehen erstmal nach oben. Erstmal gucken.
Und schauen, wo wir die Flasche einsetzen.